Der Krieg ist aller Dinge Vater. Der Naturzustand der Menschen war Krieg. Der Krieg selbst bedarf keines besonderen Beweggrundes, sondern scheint auf die menschliche Natur gepfropft zu sein. Der Zustand der Menschen ohne zivile Gesellschaft ist kein anderer als ein Krieg aller gegen alle. Eigentlich ist alles Handeln Krieg. Der eigentliche Krieg ist nur die rohste Darstellung davon. Die Natur des Krieges besteht nicht darin, dass aktuell gekämpft wird, sondern in der bekannten Bereitschaft dafür. Krieg ist die schlimmste Krankheit. Krieg ist der größte Ausdruck menschlicher Sprachlosigkeit. Der Krieg ist die Angst der Kleinen und die Gleichgültigkeit der Großen. Erst das Lazarett zeigt, was Krieg ist. Krieg ist ein wahres Chamäleon, weil er in jedem konkreten Fall seine Natur etwas ändert. Die Politik ist Krieg ohne Blutvergießen. Krieg ist Politik mit Blutvergießen. Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Die fatalste Dimension von Politik ist der Krieg. Der Krieg ist ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Frieden. Der Krieg zwischen zwei gebildeten Völkern ist ein Hochverrat an der Zivilisation. Nicht wer zuerst die Waffen ergreift, ist Anstifter des Unheils, sondern wer dazu nötigt. Terrorismus ist der Krieg der Armen und der Krieg ist der Terrorismus der Reichen. Der Offensivkrieg ist der Krieg eines Tyrannen, wer sich jedoch verteidigt, ist im Recht. Ich mahne unablässig zum Frieden, dieser auch ein Ungerechter, ist besser als der gerechteste Krieg. Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden. Die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler. Man kann einen Krieg genauso wenig gewinnen wie ein Erdbeben. Niemand, der bei Verstand ist, zieht den Krieg dem Frieden vor. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg. Wahrer Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern die Präsenz von Gerechtigkeit. Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Ungewissheit ist Stärke. Wer Frieden will, rüste zum Krieg. Das eigentliche Ziel des Krieges ist der Frieden. Der Krieg ist gewonnen, nicht aber der Friede. Wie können wir Frieden in die Welt bringen, wenn wir keinen Frieden in uns haben? Wie kommt es, dass Länder, die wir als stark bezeichnen, so mächtig sind, wenn es darum geht, Kriege zu führen, aber so schwach, wenn es darum geht, Frieden zu schaffen? Frieden kann nicht durch Gewalt erhalten werden. Er kann nur durch Verständnis erreicht werden. Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Mit einer geballten Faust kann man keinen Händedruck wechseln. Friede in mir, Friede in der Welt.